Immer wieder gibt es unter meinen Videos, aber auch im Stream, Kommentare oder die Diskussion, ob man Anno so spielen muss, ob man maximale Effizienz bauen muss, um in Anno voranzukommen. Oder auch einfach Kommentare dazu, dass man Anno ja nicht auf maximale Effizienz spielen muss und alles so weiter. Deshalb stelle ich heute einfach mal drei exemplarische Spielstände vor und spreche einfach mal drüber, was die Art und Weise ist, wie man meiner Meinung nach Anno spielen sollte. Also, lasst uns anfangen. Moin moin Leute, ich bin der Ole von den Flachbankdachsen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video heute hier bei den Anfängertipps. Da packe ich das Ganze mal drunter. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute, wie gesagt, beschäftigen wir uns mit den verschiedenen Anno-Spielarten, sage ich mal. Wichtig, man kann das auch alles mischen und so. Und der eine Art ist auch ein Mix, sage ich mal. Und ich habe euch hier einfach mal exemplarisch für den, sage ich mal, ich nenne es Schönbau jetzt. Also man versucht einfach, dass die Welt super schön aussieht, dass alles irgendwie abgestimmt ist. Habe ich euch einfach mal die Welt damals noch von Dr. Trissi mitgebracht aus unserem Projekt Handwerkskunst. Wenn ihr das nicht mehr kennt, das ist schon eine Weile her, ist das auch nicht sonderlich tragisch. Findet ihr sonst auch in den Playlists, wenn euch das interessiert. Da stelle ich auch den kompletten Spielstand vor. Aber der Schönbau konzentriert sich grundsätzlich darauf, ich sage mal, ja, wie der Name schon sagt, schön zu bauen. Das heißt, wir haben hier so kleine Details, wir haben hier Städte, dann wird das hier draußen irgendwann zum Feldweg. Hier stehen draußen so einzelne Hütten. Und sowas halt. Das heißt, wir beschäftigen uns wirklich damit, dass die Welt schön aussieht. Es soll nicht sonderlich effizient sein, es muss auch nicht immer zu 100% realistisch sein. Meistens ist der Schönbau aber auch realistisch angelehnt. In dem Fall hier passt es ja eigentlich ganz gut. Wir sehen hier auch zum Beispiel in den Bauerndörfern sind dann hier Feldwege in die Felder mit reingezogen. Und halt jetzt ein reines Bauerndorf zum Beispiel. An der Stelle übrigens, Trissi, wenn du das siehst, richtig cooler Spielstand immer noch. Ja, fühl dich mal gegrüßt. Und das ist im Prinzip, sage ich mal so, der Schönbau, wirklich, der wirklich auf Effizienz verzichtet, um schön zu bauen. Die nächste Stufe, beziehungsweise die nächste Spielart, die ich, ja, ich nenne es mal so eine, ich nenne es immer viel unschön. Das ist so eine Mischung aus Schönbau und sind einfach nur viele Einwohner. Das heißt, man baut viele Einwohner, konzentriert sich aber trotzdem immer darauf, dass das Ganze noch halbwegs ästhetisch aussieht. Hier haben wir zum Beispiel den Spielstand vom lieben Abbott. Danke übrigens nochmal, dass ich, dass du den auch damals eingeschickt hast. Wir haben zum Beispiel so einen schönen botanischen Garten, wo auch wirklich auf das Design geachtet wird, mitten in der Stadt. Wir haben in den Ausläufern Bauern, dann Arbeiter, dann Handwerker, Ingenieure und dann die Investoren, die Hochhäuser. Wir haben zum Beispiel dann auch sowas, also man achtet, es wird so ein bisschen mehr aufs Design geachtet. Und ja, das, ich nenne das immer so ein bisschen ja, den viel und Schönbau. Natürlich ist das hier nicht die maximale Effizienz, um in irgendeiner Form die meisten Einwohner rauszuholen, aber es ist eine super coole Möglichkeit und es ist wahrscheinlich auch der realistischste, ich sag mal, der realistischste Weg, das Spiel zu spielen. Aber wie gesagt, was ich am besten finde und was für euch am besten ist, da kommen wir am Ende nochmal drauf. Und jetzt geht's auch schon direkt weiter zum nächsten. Die dritte Stufe, oder das, die dritte Möglichkeit, bezeichne ich immer als viel. Viele Einwohner. Es ist aus dem Grund kein Rekordbau, weil, also das ist übrigens mein alter Spielstand hier, weil er einfach nicht auf maximale Effizienz getrimmt wird. Das heißt, wir spielen auf viele Einwohner, sowas wie Ästhetik ist zweitrangig, Funktion ist das Wichtigste, aber es ist, man macht sich halt nicht die Mühe, komplett wirklich bis ins kleinste Detail zu optimieren, um an einen Rekordbauspielstand ranzukommen. Aber sowas wie Ästhetik ist halt vollkommen egal. Ich meine, guckt euch die Kaffeeinsel an. Das ist halt nur Kaffee. Das hat halt nichts mit Realismus zu tun. Es ist mein Spielstil, größtenteils. Weil ich einfach, ich mag das. Ich mag viele Einwohner bauen. Ja, hohe Zahlen, immer cool. Aber es ist halt, es hat mit Schönbau nichts zu tun. Es ist aber halt auch kein Rekordbau, weil, guck mal, allein hier sind überall kleine Flächen ungenutzt. Und da braucht man, für Rekordbau muss man einfach extrem viel Zeit reinstecken. Wichtig, Rekordbau ist im Prinzip einfach nur eine Stufe mehr von dem. Deshalb, ich werde den jetzt gar nicht groß vorstellen, weil ich erstens gar keinen Spielstand dafür habe. Aber Rekordbau ist sowas, wie Sasumu zum Beispiel betreibt. Ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt, sonst gebt den guten einfach mal in der YouTube-Suche ein. Was der für Städte baut, das ist der Oberhammer. An der Stelle auch gerne nochmal Grüße an Sasuno, falls er das hier jetzt sieht. Das ist wirklich Next Level, dazu bin ich nicht in der Lage. Dazu habe ich nicht die Geduld, das Durchhaltevermögen und auch das, also da braucht man schon wirklich sehr, sehr tiefes Spielwissen für. Aber das ist halt der Großbau, nenne ich es mal. Nicht Rekordbau, das ist der Großbau. Und ja, man baut einfach viele Einwohner auf, so wie Ästhetik wird halt, ja, geschissen. Und was es noch für ein Spielstil gibt, auch dazu habe ich keinen Spielstand.
Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, weil das ist jetzt alles Wirtschaft. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, Anno PvP zu spielen. Das heißt, ihr spielt gegen Freunde, kriegerisch, keine Ahnung, kauft denen die Inseln auf oder sonst irgendwas. Haben wir auch schon mal im Stream gemacht, im Multiplayer gegeneinander gespielt. War ganz witzig, können wir mal wieder, oder werden wir auch mal wieder machen, wenn ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe zum Stream. Wird das auf jeden Fall nochmal kommen. Und man spielt zum Beispiel gegen die KIs. Das heißt, man stellt sich hier zu Beginn einfach ein paar KIs mit dazu. Man spielt gegen Freunde, wie man möchte. Und kann dann halt, ja, sich kriegerisch, sage ich mal, ein bisschen ausleben in Anno. Persönlich ist es nicht meine Art zu spielen. Aber es gibt viele Leute, die da Bock drauf haben. Und das ist natürlich dann auch super. Ne, dann nimmt man zum Beispiel hier gerade die schwereren Computergegner sind dafür super geeignet, PvP zu spielen. Für den Anfang gehen natürlich aber auch die mittleren und die leichten, um erstmal ins Spiel ein bisschen reinzukommen in den Tritt. Aber das geht auf jeden Fall PvP auch immer eine coole Art, mal ein bisschen Abwechslung ins Spiel zu bringen. Und für manche ist es auch, ja, der Hauptgrund hinter Anno. Jetzt ist aber die entscheidende Frage, was ist denn die beste Spielmethode? Fangen wir mal damit an. Ich habe vor einiger Zeit mal eine Umfrage gemacht, was in der Community so gespielt wird. Und zwar habe ich einfach mal gefragt, wie, in Anführungszeichen, spielt ihr Anno? Und viele Einwohner sind tatsächlich 37% und die meisten bauen viel und schön. Das heißt nicht das, was ich da baue, sondern auch schön. Das heißt, so ein bisschen Realismus mit rein. Nur 2% betreiben Rekordbau, was jetzt nicht so viele sind, ne? Grob 10 Leute. 13% beim reinen Schönbau und 4% Krieg, PvP, PvE. Übrigens, wenn ihr einen Gegner für PvP sucht, kommt einfach mal auf den Discord-Channel, Link unten in der Videobeschreibung und dann schreibt er in den Spielersuche-Channel, vielleicht findet ihr ja da wen. Nur so ein kleiner Hinweis. Warum zeige ich euch das überhaupt? Und was ist der ganze Punkt dieses Videos überhaupt? Erstmal, es gibt viele, viele verschiedene Arten, Anno zu spielen. Und am Ende ist es egal, wie ihr Anno spielt, weil es keinen interessiert, sage ich mal, wie ihr Anno spielt. Anno ist größtenteils ein Singleplayer-Spiel. Und solange ihr Spaß mit eurem Spiel habt, ist es vollkommen egal, ob ihr Riesenstädte baut, kleine Städte baut, realistisch, ob ihr Mods benutzt, es interessiert keine Sau. Wichtig ist, dass ihr in Anno Spaß habt. Und deshalb ganz wichtig, wenn ihr meine Videos seht und irgendwelche Layouts oder diese riesen Kaffeeinsel hier, wenn ihr nur 100 Kaffee braucht, müsst ihr euch das nicht antun, so eine Insel zu bauen. Ich zeige hier aus meiner Spielart, die größtenteils ans Maximum geht, aber nicht bis ins kleinste Detail, wie ich die Sachen mache. Das heißt aber nicht für euch, dass ihr das 1:1 so übernehmen müsst. Denn ihr spielt Anno auf eure Art und Weise und nicht auf meine Art und Weise. Aber wenn ihr natürlich meinetwegen viel unschön baut und nicht wie ich nur viel und eine Kaffeeproduktion braucht und euch in die alte Welt zum Beispiel, was den Look angeht, nicht so wichtig ist, könnt ihr zum Beispiel diese Insel übernehmen. Und ihr sagt, okay, die Items sind es vielleicht. Und so könnt ihr euch halt aus meinen Videos adaptieren, wie ihr das Ganze macht. Aber wichtig, man muss nicht irgendwie total Meta spielen mit allen möglichen Items. Man kommt auf allen Wegen in Anno ans Ziel. Und man erreicht auf allen Wegen auch jegliche Bevölkerungsstufen. Also jeder schafft es auf lange Sicht zu Investoren mit Hochhäusern. Das ist möglich, ob ihr schön baut, ob ihr hübsch baut, ob ihr viele Einwohner baut, ihr kommt dahin. Wichtig ist nur, damit das Spiel auch auf Dauer für euch gut ist und Spaß macht, spielt so, wie ihr Spaß habt. Spielt so, wie es für euch, ne, wie es für euch läuft. Ihr könnt natürlich verschiedene Sachen ausprobieren, ich habe alles mal gezeigt. Ihr könnt mal schön bauen, ihr könnt mal viele Einwohner bauen, was ihr möchtet. Aber wirklich, spielt Anno, wie ihr möchtet, habt euren Spaß dabei. Für Anfänger, für alles Weitere gibt es viele, viele Videos auf meinem Channel. Check die gerne ab. Ich wollte das heute einfach mal, ja, ich wollte es mal loswerden, weil ich nicht den Eindruck vermitteln möchte, dass das, was ich hier auf meinem Channel zeige, die absolute Meta ist, wie jeder spielen muss. Deshalb, ich danke euch jetzt fürs Zuschauen. Ich habe euch lange genug vollgelabert, glaube ich. Check gerne mal die ganzen anderen Videos auf dem Channel aus. Einige sind, finde ich, zum Beispiel für alle wirklich sehr, sehr hilfreich, zum Beispiel die Rohstoffinsel, die Baumaterialinsel, die ist wirklich für, in meinen Augen, für jeden super, weil ihr halt einfach, egal wie ihr spielt, viel Baumaterial baut. Das verlinke ich euch in der Endcard, bleibt also bitte bis zur Endcard dran. In dem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei Anno, wie auch immer ihr es spielt. Schreibt mir bitte gerne mal in die Kommentare nochmal, wie ihr es spielt. Klar, ich habe die Umfrage schon mal gemacht, vielleicht hat sich auch einiges geändert. Oder einfach nur nochmal, lasst uns drüber diskutieren. Wie seht ihr das, wie sollte man Anno spielen? In dem Sinne, macht's gut und ciao, ciao.